In diesem Video zeige ich dir die Fundorte der 15 Schmetterlinge, die du in Hogwarts Legacy finden musst, um dann weitere 15 Beschwörungen freizuschalten. Denn jedes dieser Schmetterlingen-Rätsel führt dich an eine Truhe und darin ist, wie erwähnt, auf jeden Fall eine Beschwörung zu finden. Und davon gibt es ja insgesamt 150 Stück im Game. Die erste Schmetterling-Quest, die du hier freischalten musst, um das Ganze sowieso verfolgen zu können, das findest du im 3 Besen. Dort musst du dann einfach nur ganz am Anfang vom Game diese Questreihe aktivieren und automatisch sollst du dann hier in Richtung dem verbotenen Wald gehen und dort haben wir dann auch gleich hier den ersten Spot. Hier fliegen die Schmetterlinge rum und denen musst du jetzt einfach nur folgen. Ich habe das Ganze jetzt leicht abgekürzt, weil die fliegen dann nochmal quer durch den Wald. Ich bin jetzt direkt bis an den Spot von der Truhe gegangen, um das Ganze hier zumindest anfangs etwas zu beschleunigen. Und im weiteren Verlauf vom Video werde ich das dann einfach so machen, dass du auf jeden Fall erstmal natürlich auch auf der Karte gezeigt bekommst, wo wir da in etwa hin müssen und dann natürlich auch den genauen Weg bis zur Truhe. Also, wie gesagt, jetzt hier haben wir schon das erste Erscheinungsbild in der ersten Truhe und jetzt geht es hier oben weiter am Sumpf an der Nordfurt und wie gesagt, zunächst erstmal hier der Spot auf der Map. Jetzt siehst du, ich markiere dir das hier auch nochmal und von dort aus suchen wir dann jetzt die Schmetterlinge auf. Und sobald wir bei den Schmetterlingen dann angekommen sind, beschleunige ich das Video mit zweifacher Geschwindigkeit. Falls dir das zu schnell gehen sollte, dann kannst du ja bei den YouTube-Einstellungen auch einfach auf halbe Geschwindigkeit gehen. Dann kannst du das wirklich 1:1 so verfolgen, dass es passt. Ich habe jeden einzelnen Spot, also sprich jedes einzelne Rätsel rund um die Schmetterlinge natürlich auch mit Timelinks versehen. So kannst du durchs Video skippen, falls dir da vielleicht noch irgendwie was fehlen sollte. Dazu habe ich natürlich auch die Region mit dazu geschrieben. Ansonsten findest du in der Videobeschreibung auch noch den Link zur kompletten Playlist rund um die Sammelobjekte in Hogwarts Legacy und den Link findest du aber auch nochmal rechts oben in der Infobox. Also in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Ich lasse dich mit den restlichen, ja, weiteren Locations rund um die Truhen, rund um das Schmetterlingsrätsel alleine und würde mich auch freuen, wenn du natürlich bei einer weiteren Folge rund um die Sammelobjekte in Hogwarts Legacy wieder mit am Start bist. In diesem Sinne, viel Spaß beim weiteren Einsammeln von weiteren Beschwörungen und hau rein und mach's gut. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Dieses Mikrobissum stirbt hier, was? Red Rock hält niemand auf! Lass dich in Zukunft vielleicht nicht allzu sehr mitreißen, wenn wir einer von uns...
Entscheid dich! So gelaufen, du könntest nicht. Helioso! Das ist die Absicht! Helioso! Du hast zu viel Feuermessen getrunken. Helioso! Wer hier wohl gelebt hat?
Seit ich Spinnenweben so gut wie fliegen. Thank you.